Hallo und herzlich willkommen hier zur 8. Folge von Transport Fever, der Preview-Version, hier auf MicroHazard TV mit mir, dem Ice Dragon. Ich begrüße euch wieder herzlich hier zurück zur Folge und in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen darüber spekuliert, ob wir hier unten einen neuen Industriestrang aufbauen wollen. Dann könnten wir, also hier, wir könnten Öl verarbeiten. Im Endeffekt könnten wir Güter, Lebensmittel und Werkzeuge, theoretisch auch noch Werkzeuge produzieren. Wenn das hier stimmt, dass nur Holz auch ausreicht, oder er braucht doppelt so viel Holz, oder ich weiß nicht, ob das hier heißt Holz, also Holz, zweimal Holz oder einmal Stahl für Werkzeuge. Ne, weil würde mich sonst wundern. Bedarf. Wir werden es rausfinden. Wir versuchen es einfach mal nur mit Holz. Dann gucken wir, ob wir daraus Werkzeuge machen. Probieren geht über Studieren. Plastik könnten wir auch beschaffen, nur Stahl geht nicht. Hier könnten wir natürlich Stahl herstellen. Da brauche ich nur Kohle und Eisenerz. Kohle ist hier. Und Eisenerz ist da. Könnten wir auch machen. Ha! Das ist ja eine Goldgrube, die Ecke hier. Warum habe ich die nicht früher gesehen? Verdammt! Gut. Okay, dann machen wir uns jetzt mal hier ein bisschen ran. Die Zeit läuft, wie ihr seht. Geld ist Mangelware, wie immer. So, der Zug ist, wo ist er überhaupt? Da ist er. Mit immerhin 16 Tonnen Treibstoff auf dem Rückweg. Und wenn er dann angekommen ist, oder dieses Jahr aber nicht mehr schaffen wird, dann wird er wieder schön Geld da lassen. So, hier liegen, oh Gott, 99 Tonnen, der kann gerade mal die Hälfte holen, ne? Und die Produktion steigt noch weiter, ich glaube, das hat. Ich glaube, wir sollten hier echt erstmal beim zweiten Zug nachdenken. Was haltet ihr denn davon? Dann können wir mehr Öl rüber schaffen. Mehr Öl heißt wiederum mehr Treibstoff. Aber der ist noch gut im Verarbeiten hier. 21 Tonnen hat er ja noch. Natürlich an den Zug auch noch mal ein paar Waggons ranbringen. Ich vielleicht noch mal erhöhen auf, jetzt haben wir auf 50, auf 70, noch mal 4 Waggons ran. Was meint ihr? Noch mal 70 Tonnen draus machen? Machen wir. Ja, diese blöden Abrechnungen hier. Nein, wir machen es erstmal nicht. Wir lassen ihn laufen. So, wir machen hier unten. Ich will hier unten einen Strang aufbauen. So, und zwar, wir brauchen, um alles versorgen zu können. Ich würde hier auch sagen, Holz und Plastik oder Holz und Stahl. Ne? Würde ich jetzt mal sagen, für Waren. So, gucken wir. Also, hier haben wir Getreide oder Vieh. Und Vieh. So, da will ich schon mal anfangen. Ich würde alles mit der Bahn machen hier unten, ja, also nicht wundern. So, dann fangen wir mal an. Jetzt wird es teuer. So, ich weiß gar nicht, wie viel Kredit wir aufnehmen können. Machen wir Pause, dann geht kein Geld flöten. Ich weiß gar nicht, wie weit wir können. Bei Trainfever konnten wir bis zu 10 Millionen. Hier können wir auch 10,2. Na gut, das heißt, wir haben jetzt noch 3,3, knapp 3,4 Millionen übrig. Dann muss das hier alles stehen, ne? Zumindest so, dass wir damit wieder Geld machen können. So, der kurze Bahnhof sollte, wie lang ist denn der Zug da hinten? Dann können wir mal vergleichen, ob der 80er reicht. Ja, 80 würde reichen für die Zuglänge. 10 Waggons. Gucken wir mal preislich, was das preislich macht gleich. Und dann entscheiden wir mal anhand des Preises vielleicht. So, so würde er 100.000 kosten und so würde er nur, warte mal, Kollision-Power-Angleichung. So, 110 sagen wir mal hier, ja. Drehen. Also was günstig zu machen, ne? So, 97.000 beim 160er Länge.
mir zu lang. Nehmen wir die kurzen Bahnhöfe, die sollten reichen. Die müssen jetzt einmal reichen. So. Machen wir einfach mal hier so einen Bahnhof hin. So. Jetzt haben wir da Getreideanschluss. Da können wir die Lebensmittel, also das Getreide und Vieh bis dahin bringen, dann können wir Lebensmittel produzieren. Hier haben wir drei Abnehmer, wie gesagt. Ne? Wir haben hier Klosterberg als Abnehmer. Wir haben Lüdinghausen als Abnehmer. Und wir haben Hofbiber als Abnehmer. Sind zwar alle relativ klein, alle drei, aber wir gucken mal, was wir daraus machen können. Gegebenenfalls können wir ja auch noch Waren. Dann hier, wisst ihr nicht, einmal die Waren, dann die Lebensmittel und die Werkzeuge oder vielleicht sogar noch Maschinen, mal gucken, hier ranfahren irgendwo ans Wasser und dann vielleicht noch Erfurt mit versorgen. Also, aber auch nicht viel größer Erfurt. Oder Thalmassing. Thalmassing ist schon ein Tick größer. Oder Duben. Ja. Dann könnten wir hier halt irgendwo hier einen Hafen bauen und dann können wir das irgendwie Duben noch versorgen oder Erfurt oder eigentlich könnten wir alle drei noch versorgen. Thalmassing, Duben, Gies, Hübel und Duben. Also Duben, Gies, Hübel, Erfurt und Thalmassing. Die könnten wir dann mit den Produkten auch noch versorgen. Aber dazu müssen wir erstmal hier in die Gänge kommen. So, also bei den Getreide haben wir jetzt immerhin schon was hingestellt. So, jetzt müssen wir die Trasse so ein bisschen überlegen. So, hier haben wir... Wir müssen ja immer gucken, wo wir das hinliefern wollen. Ja, muss auch irgendwo hingeliefert werden. So, das eine sind ja Güter und das andere sind... Also das eine sind Industrie und das andere ist Gewerbegebiet. Also zweimal Industrie, einmal Gewerbegebiet. Wo wir Maschinen auch noch machen, ist das zweimal Gewerbegebiet. Also sind sogar dreimal Güter. Naja, alle drei Güter und zweimal Gewerbegebiet. Gucken wir mal die Landnutzung. Also wir müssen das ja auch irgendwie in den Ort dann reinliefern, hinbringen noch quasi. So. Die Frage, wie wollen wir das hinbringen, auf welchem Wege? Da ist auch eine Lebensmittelfabrik. Und da braucht das Getreide auch noch. Haben wir auch noch eine Farm? Das ist die einzige Farm. So, wir können Lebensmittel aber auch hier machen. Dann können wir nach Klosterberg mit Kutschen fahren, theoretisch. Und bei den anderen beiden Züge. Aber hier kommen wir besser ans Wasser ran. Ne, machen wir da hinten. Machen wir da hinten. Ja, wir machen das immer alles ein bisschen hin und her hier. So, wir brauchen ja alle hier verschiedene Waggons hier. So, von hier müssen wir auf jeden Fall mit dem Gleis erstmal weg. So, hier reicht. Hier fährt eh nur ein Zug. Also. Reicht hier ein Gleis eigentlich. Setzen wir mal gleich wieder parallel hier einfach. Zur Straße, will ich auch keine Felder wegnehmen, weil ich hier keine Felder wegnehmen müssen jetzt hier. Ihr seht, das kostet halt alles gut Geld. Was? So, zeig mal die Höhenlinien. Dass wir hier nicht ganz so mit der Höhe zu kämpfen haben. Müsste gehen. Alles. So. Machen wir erstmal die Schwenke weg. So, da müssen wir ran, aber nicht von hier aus. Dann machen wir die Bäume hier weg. So. Also wir müssen da ran. Dann müssen wir hier ran. Dann hier. Machen wir mal Reihen quasi, wie wir es brauchen. So, wir kommen jetzt von Lebensmitteln. Lebensmittel, das Getreide und die Viecher, die wir da haben. Ich muss einmal hier hin.
zur Hofbayer Chemiefabrik. Ich glaube, es ist wirklich entweder oder, ne? Entweder wir liefern Öl oder wir liefern zweimal Getreide für Plastik, für Kunststoff. Quasi einmal so ein Bioprodukt, so nach dem Motto. Wäre natürlich auch interessant, das nur mit Getreide zu machen, statt mit Öl. Nur hier brauchen wir wirklich Öl, ne? Aber dann bräuchten wir hier keinen Öl produzieren, sondern nur Treibstoff. Wir versuchen es mal, genau, wir versuchen mal auf dem Wege. Dann nehmen wir, hier das Kunststoff muss ja hier hin. Also macht es natürlich Sinn, das mehr hier zu machen. Mit der Chemiefabrik machen wir also da. Das war die Hofbayer hier, ne? Ja, die wollen wir nicht. Ich will die. Also wir kommen von der Farm, ja, vom Bauernhof. So, und gehen zur Chemiefabrik. Einmal, um da Getreide abzuladen. Und wir fahren auch einmal hier hinten hin, um da Viecher abzuladen. Oder auch Getreide, wie auch immer. So, dann brauche ich hier ja noch Bretter auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen Holz von hier, von dem Wald, zu dieser Sägemühle fahren. Dann können wir gleich einen Hafen machen, weil dann wären wir gleich da am Rande. So, hier brauchen wir Holz oder sagen wir Holz oder Stahl für Werkzeuge oder Holz, Stahl und Stahl und Plastik für Maschinen. So, gut, die lassen wir erstmal außen vor, glaube ich. Jetzt hätten wir Holz. So, und das Holz, das muss wiederum hier hin. Wir brauchen Plastik und Holz. So. Machen wir so einen kleinen Strang auf quasi über den Bauernhof. Der liefert einmal hier hin. Und er liefert einmal hier hin. So, dann haben wir hier die Warenfabrik, ja. Die braucht natürlich vom Holz über Bretter. Dann das so nach dem. Dann haben wir nämlich andersrum, drehen wir um. So. Das ist ein Endprodukt hier oben. Hier haben wir nur Plastik. So, und die beiden Sachen, die von den beiden Sachen kommen jeweils, die werden dann hier vereint, so nach dem Motto. In der Warenfabrik, die haben Waren daraus herstellen. Das heißt, wir können Brot und Waren schon mal machen. So. Genau, also jetzt müssen wir vom Bauernhof, wo wir gerade das Gleis schon gelegt haben, dann müssen wir einmal zur Hofbieber Lebensmittelfabrik, das ist dann wieder. Und zur Chemiefabrik, das ist dann, glaube ich, wieder gewesen. Na ja. So, alles klar. So. Also hier Chemiefabrik und den Chemiefabrik. Machen wir den Bogen. Ein bisschen irgendwie. So. Oder hier einen kleinen Güterbahnhof reinbauen würden. Jetzt habe ich hier einen Personenbahnhof hingestellt, ne? Oh nein, ich wollte auch einen Güterbahnhof haben. Scheiße. Verdammt! Jetzt habe ich wieder Geld verschwendet. Ich will doch einen Güterbahnhof. So. Güterbahnhof, 88.000 weg. Finished quasi, finished gleich eigentlich. So, wenn wir jetzt hier aber auch einen Güterbahnhof reinsetzen, dann können wir hier nämlich schön die Stadt auch mit dem Wege versorgen. Müssen wir natürlich nur gucken. Das ist natürlich blöd mit dem Straßenanschluss, ne? Wenn ich hier anschließe, machen wir hier nochmal die Dicke rein, dann kriege ich nur das. Mann, jetzt lass mich doch mal den Bahnhof hier ausgewählt. Ich will den drehen einfach nur. Wenn ich hier irgendwo hin, hier in der Mitte wäre natürlich perfekt, ne? Aber. Oder wird nur eingebunden, naja, ich will keine Gebäude abreißen. Das kostet vor allem viel Geld, das abreißen. Aber wenn ich hier wieder ransetze, nur kriege ich wieder nur einen Teil.
Hier wäre echt perfekt eigentlich. Oder wir liefern ihn wieder mit Kutschen rein, ne? Das ist auch eine Variante. Ja, in die Stadt rein mit Kutschen vielleicht. So, dann machen wir hier draußen erstmal die Gleise weiter. Er rastet nicht mehr ein, wenn es gerade ist. Das heißt, gerade bauen ist nicht so einfach. So. Wir könnten natürlich irgendwo einen Bahnhof hinstellen, dann für den für die Versorgung der Stadt. Genau, dann versorgen wir von da aus die Stadt mit dem Güterbahnhof und ein paar Kutschen rein in die Stadt einfach, dann ist gut. So, da haben wir ab hier zweigleisig dann. Na? So, jetzt schließen wir den Bahnhof erstmal an. Den füllen wir jetzt einfach nur drauf. So. Oder nee. Machen wir nochmal zu hier. So. Gleich parallel legen. Nein, was auch immer gleich noch ein Weg ist. Kostet aber zwar nicht so viel die Gleise. So, legen wir hier noch einen parallelen Gleis. Und jetzt ziehen wir den hier rüber. Jetzt hier hinten eingleisig. Und jetzt können wir nämlich übers Gleis rüberziehen. Hinten aufs zweite Gleis rauf einfach. Das ist kein Problem. Das macht hier automatisch eine Kreuzung. Das geht jetzt bei Transportfieber geht's, bei Trainfieber ging das noch nicht, meines Wissens. So. Lass mal kurz parallel laufen, damit hier ein Zug notfalls auch noch stehen kann. So, dann machen wir hier noch eine Weiche rein. So, und dann haben wir hier entsprechend eine kleine Gleisanlage schon. So, wir müssen aufs Geld gucken, dass das Geld nämlich weggeht wie nichts und wir keinen Kredit mehr aufnehmen können. So, was ist denn der Versorgungsbahnsteig für dieses Klosterberg? Ja. Hinten kommt das Getreide her. Vor allem Züge müssen wir auch noch kaufen und die kosten ein kleines Geld. Hier kommt das Getreide her. Ich überlege, ob es sinnvoll gewesen wäre, hier einfach mal Getreide holen, irgendwo hinbringen und auf dem Rückweg was Lebensmittel gleich wieder mitnehmen. Mitnehmen, hier einen Zwischenstopp machen und dann wieder runterfahren. Das würde sogar Sinn machen. Dann legen wir einfach hier noch ein Gleis durch. Dann müssen wir ein Gleis durchlegen. Ich weiß nicht, ob schon alle Züge durchfahren, ne? Oder ob dann nur die auch. Wir könnten natürlich auch den Bahnsteig hier umbauen und hier sagen, dass wir hier zwei Gleise haben. Aufrüsten, zwei Gleise. Auch 120.000. Nee. Ich will Züge sparen, ne? Wenn ich hier Getreide und Vieh hole und das hier hinten hinfahre, zur
recht weit ist, ne? Zur Lebensmittelfabrik, dann können sie ja von da gleich Lebensmittel mit zurücknehmen, logischerweise. Wir machen es mal. Wir rüsten den mal auf zwei Gleise einfach. Ja, wenn wir das haben. So, und jetzt will ich nämlich die Gleisanlage hier vorne ein bisschen anders gestalten, wie wir es verwenden sollen. Das Gleis geht da rein. Das Gleis geht da rein. So, und jetzt machen wir hier noch einen Gleiswechsel rein. So. Und dieses Gleis aber, das führt dann nochmal Richtung genau. So, dann kommen nämlich die anderen Züge quasi, also der Zug der Lebensmittel bringen, soll auf das Gleis fahren und der Zug der, das ging ja auch, ja. Obwohl, also er sagte Kollision, aber an sich, sonst theoretisch, ne? Weil der Lebensmittel bringt, fährt auf das Gleis und der die anderen Sachen bringt, der fährt dann auf das Gleis und fährt dann somit raus. So, okay, hatten wir das geklärt, dann fahren wir weiter. So. Hier haben wir jetzt nur Lebensmittel, die wir raus, also Getreide, was wir rausholen. Da hinten muss ich hin damit. So, dann machen wir mal hier den Bogen. Sieh, das kostet jetzt viel Geld, viel, viel Geld. Wahnsinnig viel Geld. So, hier machen wir mal einen Durchgangsbahnhof hin. Zack, zwei Gleise. Muss halt die Fabrik immer noch in Reichweite haben, quasi. So, und jetzt gehen wir da mit den Gleisen noch ran. So. Okay, und jetzt müssen wir noch zur Lebensmittelfabrik rüber. Wir haben natürlich auch wieder am Bahnhof hin. Hier machen wir auch ein. Ja, das heißt auch. Stellen würde. Ja, ist alles ein bisschen mit Planung versehen, alles, ne? Muss man gut planen, wirklich. Gerade wenn man nicht so viel Geld hat. Und dann mache ich die Lebensmittel als Sackgasse. Machst das Lebensmittelfabrik als Sackgasse. Brauche ich nur ein Gleis. Ein Stück Straße und dann ich mal kurz. Landstraße. So, starten wir rein. So, Bahnsteige, Güterverkehr haben wir schon aktiv, so, drehen wir mal ein bisschen und dann können wir den anderen hinklatschen. So, haben wir den dann hin. So, dann machen wir mal hier Gleise. Wir brauchen eine Unmenge an Gleisen. Geländebearbeitung kostet so viel Geld.
So, dann nochmal Bahnhof. Jetzt brauche ich wieder zwei Gleise. Hier muss wieder ein Durchgangsbahnhof hin. Für Holz. Ihr seht, das dauert alles eine Weile, bis man das geplant hat und gebaut hat vor allem. So, hier gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen hier lang. Bisschen parallel zur Straße bauen ich mit. So, wie viel gleich? Ja. So, jetzt haben wir da den Anschluss. Das ist quasi unsere Haupttrasse hier. Ja, wo dann die ganzen anderen Sachen von abgehen einfach. Hier nämlich das hier einfach wieder rausführen. Führen wir einfach hier rüber. So, hintere Gleis. So, zack. Mit einer Kreuzung einfach drüber und mal gucken, ob ich von hier schon Weiche da hinkriege. Das geht nicht. Dann wir da hinten anfangen. Sehen wir das Ding, weil wir sind sehr lang gezogen. Oh, kostet nur 10.000. So, guckt mal. Das haben wir hier das wunderbar gemacht. Dass wir hier schön Abzweig haben. Gleis kommt hier rüber und das geht hier raus. So, hier fährt nur ein Zug. Mal gucken. Naja, dann müssen mehrere, aber dann müsste ich das hier anders bauen. Ich baue das nochmal anders. Weiche wieder geruppt, okay. Jetzt wollen wir uns hier erstmal parallel ran. Fahren wir ein kleines Stück parallel. Dann können wir nämlich notfalls noch einen Zug zwischenparken, falls wir noch mehr Züge einsetzen wollen. Dann haben wir eine kleine Pufferzone. So, ja, Lebensmittelzug könnte jetzt eigentlich schon mehr oder weniger fahren. Wenn ich jetzt noch den zweiten Gleis hinlege, dann geht das. Und ein Depot in irgendwo hinstelle. Sinnvoll. So, jetzt nur das zweite Gleis schon rüber und zack. So. Jetzt könnte der Lebensmittelzug, wie gesagt, schon fahren. Genau. So, ein Depot brauchen wir noch. Am besten an einer Stelle, wo wir in beide Richtungen rausfahren können. Da kommt ja auch noch ein Abzweig hin. Machen wir mal hier. Wieder von beiden Seiten raus und reinfahren können. So, seht ihr? Und schon haben wir hier einen kompletten Zugang für alle Richtungen. Von allen Richtungen zu allen Richtungen. Jetzt können wir hier ein Depot reinstellen. So, ein Depot. Und das müssen wir noch umdrehen. So. Schon haben wir es hier zum Hinstellen. So, ein Depot haben wir auch. Jetzt brauchen wir noch ein paar Signale. Und dann können wir hier einen Zug fahren lassen. Ich hoffe, der bringt uns auch ein bisschen was. Das wäre jetzt der erste Strang. Der Rest müsste dann stückchenweise folgen, ne? Weil ich kann jetzt nicht alles auf einmal, dafür reicht mein Geld einfach nicht aus, um alles auf einmal machen zu können. Wo ist hier der Zug? Der ist gerade, der wäre dann gerade losgefahren, genau. Und ich bekomme alles, der wieder Geld bringt. So, jetzt müssen wir hier einen Zug kaufen, der Vieh, Getreide und Lebensmittelprodukte transportieren kann am besten. Ich hoffe, das sind alles dieselben Waggons. Werden wir gleich feststellen.
So, dann gucken wir mal rein. Wir haben immerhin immer noch die beiden Loks hier. So, wir haben einen offenen Güterwagen, der kann Kohle, Eisen, Erzstein, Getreide und Schlacke transportieren. Der kann schon mal Getreide. So, dann hätten wir einen Güterwagen, der kann Vieh, Kunststoff, Maschinen, Werkzeuge und Lebensmittel transportieren und Waren. Und der Rungenwagen, Baumstämme, Stahl, Bretter und Baumaterial. Das heißt, wir bräuchten offene Güterwagen für Getreide und Güterwagen für Vieh. Wir machen jetzt mal hauptsächlich Vieh. Ich glaube, mit Vieh alleine reicht der auch schon. Ich glaube, es ist die Getreide oder Vieh, wie gesagt, für Lebensmittel. Machen wir jetzt Vieh. Weil ansonsten müsste ich zwei verschiedene Arten Waggons ranhängen und das will ich nicht. Sonst fährt die Hälfte immer leer. Und Getreide können wir uns dann aufheben für Kunststoff. Ja? So, gut, dann machen wir einen Viehzug. Ich weiß nicht, wie ist denn der Bedarf hier an Lebensmitteln? Lebensmittel 52, na ja, immerhin. Züge kaufen. So, eine Borsig-Lok will ich haben. So, dann will ich Waggons. Und zwar die Güterwaggons, die geschlossenen für Vieh und Lebensmittel. Genau. So, 125.000 kostet einer. Ich sage, der Preis ist übertrieben, aber gut, sollen wir mal so stehen lassen. Ich hoffe, es ändert sich in der endgültigen Fassung am Ende. So, wie viele hängen wir da rein? 4 kann er wieder transportieren, 4 Tonnen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 25 Tonnen. Ne, Quartier sind 5 Waggons sind 20 Tonnen. Das sind 20 Tonnen. 5 Waggons. 20 Tonnen, das ist nicht viel, ne? So, dazu müssen wir die Linie gleich noch erstellen erst. Und wir müssen natürlich hier noch eine Möglichkeit haben, das hier reinzuliefern erstmal, ne? In die Stadt. Das haben wir nicht mehr. Nee. So, ich brauche da ein Depot und Güter, Depot und Kleins. Könnte ich hier auch noch hinstellen. Straßenabschluss kriegen. Hier wäre optimal, glaube ich. Der Anschluss, gucken wir mal nochmal in die Bereiche rein. Ja. Mit dem Wohnhaus weg. Ja, muss halt nicht so sein. So, dann brauche ich nochmal eine Straße. Zweispurig 40 km/h. Dann Straße. So. Der hat dann Zugang zum Gewerbegebiet hauptsächlich und ein bisschen Industriegebiet. Also Industriegebiet machen wir vielleicht nochmal extra da ein, aber da müssen wir das Geld erstmal für haben. Das haben wir soweit wahrscheinlich nicht. Von daher, ein Depot brauche ich hier auch noch. Depot, was kostet ein Depot? Ach, das ist günstig. Ja, gut. Machen wir hier am Bahnhof. In Bahnhofsnähe. So, ein Depot und hier brauchen wir auch noch eine Verladefläche. Nee. Hier bin ich. So. Depot mit zum Umladen. So, dann kostet nochmal, hat nochmal 16.000 gekostet, Straßenfahrzeuge. Da können wir jetzt wie viele kaufen? 1, 2, 3, 4. So, okay, dann brauchen wir jetzt noch Linien. Und. Aber ich würde mal sagen, weißt du was, das mit den Linien, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Da stellen wir dann gleich die Linien und tun das dann noch direkt, starten alles und hoffen, dass es dann auch Geld bringt im Endeffekt. Dass er die Lebensmittelfabrik da hinten akzeptiert, weil hier vorne wäre ja auch einer, die deutlich näher dran ist. Aber die wird immerhin versorgt. Also mal gucken. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart wieder. Hoffe, ihr hattet Spaß und würde mich freuen, euch morgen zur 9. Folge wiederzusehen. Hier bei der Preview von Transport Fever. Geht natürlich noch weiter bis zum Release auf jeden Fall. Und ich bedanke mich, dass ihr da wart. Guckt euch den LS17 noch an und Farming World und Farm Expert, wenn ihr wollt. Und lasst einen Kommentar da, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert uns. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr da wart, wie gesagt. Und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!